Hallo Welt, ja, da sind wir wieder hier in unserer Basis und tatsächlich haben wir es geschafft, die Nacht ist fast vorbei. Es wird auf jeden Fall schon mal hell. Ich muss sagen, dass es mir so vorkommt, als würden die Nächte extrem lange dauern hier. Ich habe jetzt auch nicht so auf die Uhr geguckt, ich habe nur so ein paar Sachen gemacht in der Pause. Und ich glaube, in der nächsten Nacht kann ich eine viel längere Pause machen, wenn wir da überhaupt pausieren. Also ein bisschen aufgeräumt, so ein bisschen Haushalt gemacht habe ich gerade und dachte, naja, jetzt wird die Nacht wohl um sein. Aber nein, dann musste ich hier auch noch mal ein paar Minuten warten. Also echt dunkel und lang, so eine Nacht. Es ist auch gar nichts passiert, jetzt, wo wir runtergehen. Jetzt passiert was. Wow. Da, runter. Gejammert wurde etwas in der Nacht. Hier, Brooke sagt die ganze Zeit, ihm geht's nicht gut. Oh nein. So einer. Watch it, Juggernaut! Der kommt aber nicht rein, oder? Lass den bloß nicht rein hier. Unsere Autos. I should reload. All right, last mag in. Oh gut, ihr seid hier oben. Ich hoffe, Mika ist auch oben. Heißt der Mika? Ja, ja, der ist oben. Bloß nicht runterspringen. Looks like I'm empty. Nicht möglich. Ach, geh doch da weg. Fire in the hole. Nein, spring doch nicht immer runter. Was macht er denn da? The Feral's head looks armored. Oh, das auch noch. Oh nein. Schubst mich nicht runter, ja? Ich kann nichts werfen, ich kann nichts machen, wenn der da unten ist. Sonst verletze ich ihn doch. Ah, das war's. Na toll. Hochlocken wollte ich ihn eigentlich nicht. Got a Z on the way. Fuck me, a screamer. Jetzt ehrlich, was ist denn jetzt los?
Nein, doch nicht auf... Wo hab ich denn hingeworfen? Ach, ehrlich. Ich habe aber doch gar nicht davor geworfen. Ich habe doch... Habe ich schon gesagt, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass man an einem gewissen Punkt einfach sterben soll? Dass man da gar keinen Einfluss drauf hat? Dass mir das manchmal so vorkommt? Ja, ich glaube... Die ganze Nacht war Ruhe. Also runterwerfen ist auch keine gute Idee. Was sollen wir denn da jetzt machen? Oh. Everybody stay alive till I get back. Ja, vor allem unser Plan ist wieder im Eimer. Wir wollten doch das Seuchenherz machen. Die bleiben auch stur in der Basis jetzt. I can't believe we found a base as big as this. Got some zombies nearby. Nicht runtergehen. Was macht ihr denn? Der schüttelt ihn. Schütteln bringt nichts. Das macht sie nur wütend. Nimm deine Machete. Warum nimmst du denn nicht deine Machete? Oh, das gibt's doch nicht. Ich kann nichts werfen, solange ihr da unten seid. Ja, was soll ich jetzt machen? Kommt wieder rauf. Schnell. Das ist ein Feraler. Oh ja, ein Tobsüchtiger. Hm, ah gut, du bist wieder raufgekommen. Ja. Und wo ist Brooke? Ich glaube, der macht den fertig da unten. Brooke ist cool. Der schafft das. Nein, 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 nein. Aber da ist doch noch irgendwer unten. Also Molotow-Cocktails bringen ja gar nichts, außer dass man sich vielleicht selber noch in Brand setzt. Last one left. Nicht doch, warum gehst denn du runter? Oh, geht doch nicht immer runter. Da hinten kommt noch so ein... Das gibt's auch nicht. Juggernaut. So ein Koloss. Komm rauf, komm rauf, komm rauf. Brooke, du kannst runtergehen. Ach, da ist sie. Schon oben. Hm. Thank you.
Ich glaube nicht, dass die abhauen, die rufen. Da kommen immer wieder mehr. Ja, toll, aber guck dir das an, da unten. Das jetzt was? Nanu, wo ist denn unsere Viona jetzt hin? Wieder runter? Die war auf einmal weg jetzt. Die sollte eigentlich noch da oben sein. Brooke, du bist tough. Geh mal da runter, mach die alle platt. Du schaffst das. Wir haben auch gar keinen Molotow-Cocktail. Ach nee, wollte ich gerade haben. Komm schnell wieder rauf, Viona. Kann man sie nicht rufen? Moment, Moment. Hier. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt ist die Stimmung natürlich nicht mehr so toll. Und dir geht's auch nicht gut, hä? Wo wollt ihr denn hinrennen? Seid ihr denn lebensmüde? Bleibt doch mal hier. Lass ihn da runter. Ah, sie hat die Seuche. 2 Stunden und 44 Minuten. We hiked through zombie-infested wilderness for weeks, just to settle down in a dinosaur-themed truck stop. Life is weird. Aber warum kommen die jetzt auf einmal so viele? Schön oben bleiben. Ich muss erstmal überlegen, was wir jetzt machen. Wir können gar nichts machen. Wir müssen runter. Wir können nichts machen. Wir könnten versuchen, schnell zum Tresor zu kommen, aber mit dem Tobsüchtigen da unten wird das wohl kaum klappen. Ich glaube, da hätten wir eine größere Chance, zu einem Auto zu kommen und schnell abzuhauen. Hier ist doch sowieso alles tot im Moment. Dann könnten wir das allerdings mit dem Seuchenherz vergessen. Welches Auto nehmen wir denn dann? Da hinten, den müssen wir nehmen mit den Leuchten auf dem Dach. Der ist stabil. Schnell. Im Anfahren, glaube ich, geht es. Ja, komm, wir holen den Wagen da drüben. Und dann gucken wir mal, ob wir sie rauslocken können. Zum Glück sind die Wagen immer aufgetankt bei uns. Können wir es rauslocken? Ja.
Oh, hoppla. Ja, aber doch ein Juggernaut, nicht mit dem Auto, da geht doch das Auto kaputt. Dann drehen wir halt mal eine Runde und hoffen, dass wenn wir wieder kommen, dass die dann alle weg sind. Oh, aber dann fahren wir direkt in einen aufgeblähten gleich rein. Gotta stay away from the sick fucking Z's. The worst part is, he won't be the last. Warum sind die tot hier? Immer noch von uns letztens? Having a plague heart move in must really fuck up property values. Oh oh, da ist ja einer. Aufgeblähter. Ja, wir müssen die Basis erstmal ein bisschen außer Acht lassen jetzt. 2 Stunden hat sie Zeit. Das heißt, wir fahren erstmal eine Weile hier rum und hoffen, dass wenn wir zurückkommen, dass es denen dann langweilig wurde da drin und sie abgehauen sind. Oh nein, hier ist alles dicht. Oh nein, ist das nicht meine Horrorstelle, wo im ersten Teil alle gestorben sind? Staudamm? Vielleicht war das gar kein Staudamm. Ich habe so in Erinnerung, dass da ein Staudamm war irgendwie. Because we have to, but it still hurts. Ja, wir schaffen das schon. Vielleicht drehen wir wirklich mal eine ganze Runde. Jetzt sind wir ja sowieso gut dabei. So einmal im Kreis fahren. Aber dann scheuchen wir aber alle auf, die hier irgendwo versteckt sind. An die Straße hier links kann ich mich gar nicht erinnern. Ach so, da müssen wir sogar lang. Ich dachte, das würde geradeaus gehen. Ich glaube, hier vorne rechts, da war eine Enklave, die uns dann geholfen hat. Oh, ein Auto. Alle Autos kaputt hier. Naja, in der Stadt. Da wird es wahrscheinlich auch noch ein Auto geben. Ich erinnere mich. War ein bisschen knifflig, da so durchzukommen. An der Brücke. Hey, was haben wir denn da Schönes? Wir müssen sowieso tanken. Zombies on our flanks. Ganz schön viele, hä? Huh? Das sieht mir schnell aus. Das muss ja schnell sein. Und passt viel rein. Da muss ja viel reinpassen. Okay, liebe Welt da draußen, dann werden wir in der nächsten Folge gucken, ob wir uns den Wagen da unten schnappen können. Bring it, Brainless. Diese Folge allerdings ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Wie lange hältst du noch durch?